Martyrium, das heißt Leiden, erfüllte Zeit, Reich Gottes, Berufungen. Was ist das für eine merkwürdige Dynamik, liebe Schwestern und Brüder, die hier am Anfang des Markus-Evangeliums steht und die wir heute hören, der wir also ausgesetzt sind, wenn wir uns diesem Evangelium unterstellen, weil es uns meint, weil es uns ruft und weil es uns verändern will. Leiden, Herrlichkeit, Berufung. Wir finden diese Spur durch das ganze Evangelium hindurch. Das Martyrium Johannes des Täufers ist für Jesus die Initialzündung, selber mit seiner Verkündigung zu beginnen und zu sagen, die Zeit ist voll. Gottes Sehnsucht, mit seinem Volk zu sein, ist so groß, dass wir jetzt beginnen müssen, dieses Reich Gottes anzukündigen, dass es den Menschen nahe kommt. Deshalb bedarf es der Umkehr. Und deshalb bedarf es der Menschen, die mithelfen, dass diese Umkehr möglich ist, damit Gottes Reich kommen kann. Diese Spur sehen wir bei Johannes dem Täufer. Zuerst Leiden und dann die Herrlichkeit. Wir sehen sie bei Jesus, der selber den Weg des Leidens geht, um in die Herrlichkeit des Vaters zu gelangen. Wir hören es ihn selber sagen, als Auferstandenen, musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Wir sehen es durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Manchmal habe ich den Eindruck, wir denken von uns selber, wir sind etwas Besonderes. Bei uns wird das anders sein. Bei uns geht es ein bisschen leichter, bequemer. Ich weiß gar nicht, liebe Schwestern und Brüder, ob wir schon so abgestumpft sind, dass wir diese Nachrichten vielleicht auch nur am Rande wahrnehmen oder auch gar keinen Schmerz mehr darüber erfahren. Binnen weniger Monate macht jetzt in der Eifel, da müssen Sie sagen, was haben wir im Saarland mit der Eifel zu tun, macht in der Eifel die zweite Abtei zu. Zuerst Himmerod in unserem Bistum, jetzt im Bistum Aachen, Mariawald. Berührt uns das eigentlich noch irgendwie? Man hat nicht den Eindruck, dass die Kirche hierzulande darüber traurig ist. Das heißt dann, geht halt nicht mehr. Sind halt keine Leute da. Die Predigt hier ist sicher nicht der Ort, diese Krisen zu analysieren. Gerade auch, was es an hausgemachten Krisen in diesen beiden Häusern gab und in vielen anderen Klöstern gibt. Das werden noch nicht die letzten Schließungen gewesen sein, von denen wir hören. Was ist los? Welche Dynamik ist uns verloren gegangen, die wir hier im Evangelium noch hören? Kehrt um, das Reich Gottes ist nahe. Die Sehnsucht Gottes nach uns ist groß. Und Jesus beruft, wir müssen uns das wirklich vorstellen, wir denken immer, ja, es ist Berufung, der geht am See entlang und da sieht er zwei. Und vielleicht stellen wir uns vor, die wissen eh nicht, was sie machen sollen. So ein alter Peter und der hat noch einen Bruder, Andreas, den ist eh langweilig in Galiläa, immer diese Fischerei, ach ja. Ist ja für uns ewig, das ist für uns heute ganz außerhalb der Vorstellungswelt, ein Leben lang einer bestimmten Tätigkeit nachzugehen. Gott, wie langweilig. Man kommt ja nirgendwo hin. Keine Stadt, keine Party, nichts los. Zu Hause sitzt eine kranke Schwiegermutter beim Petrus. Ach je, da kommt gerade einer richtig. Aber so wird es nicht gewesen sein, liebe Schwestern und Brüder. Selbst wenn es bei diesen beiden so gewesen wäre, was mit den nächsten beiden? Jakobus und Johannes, auch so? Denen Jesus den Beinamen in diesem Evangelium gibt, Donnersöhne, weil die ewig direkt drauf lospoltern. Wir erfahren das aus dem Evangelium. Herr, schmeiß Feuer vom Himmel, die sind nicht gehorsam. So Typen sind das. Die warten nicht auf irgendeinen verträumten Prediger, der am Strand entlang geht und seine meditativen Übungen macht und dann sagt, wollt ihr nicht mit mir kommen? Berufung, liebe Schwestern und Brüder, geht anders. Berufung hat mit Autorität zu tun. Oh, das ist jetzt ein ganz schwieriges Wort. Aber es gibt kein anderes.
Es gibt auch keine andere Wirklichkeit, die dieses Wort bezeichnet. Und wenn wir nach der Krise der Kirche fragen, auch nach der Krise der Klöster, dann können wir gleich nach der Krise der Autorität fragen. Wir haben dieses Jahr ein Jubiläumsjahr, 50 Jahre 68er. Ja, da hat es angefangen, liebe Schwestern und Brüder. Die Autorität radikal in Frage zu stellen, richtige Autorität hält das aus, in Frage gestellt zu werden. Da darf man schon mal was Unanständiges tun, was mit dem Bein zu tun hat, was ich jetzt nicht sage. Richtige Autorität, liebe Schwestern und Brüder, hält das aus. Aber was ist richtige Autorität? Es gibt einen Aufstand, zu Recht auch in der Kirche, gegen Autorität, die mit Strenge verbunden ist, die aber etwas mit Diktatur zu tun hat. Das ist nicht Autorität im Sinn des Evangeliums. Was ist die Autorität im Sinn des Evangeliums? Weshalb lassen diese gestandenen Männer, vier hören wir heute, alles stehen und liegen, ihre Familie, ihren Beruf, ihren Wohnsitz, alles, was sie gebunden hat. Sie tun das, was Paulus später uns hier schreibt im ersten Korintherbrief. So zu leben, als hätte man nicht einen Beruf, eine Familie, als hätte man keinen Besitz. Die haben das auf Anhieb mit einem Wort verstanden. Welche Autorität muss Jesus gehabt haben und welche Autorität fehlt uns heute? Sodass wir uns nicht mehr gerufen wissen. Wir schleppen uns nach langen Überlegungen, manchmal mehr oder weniger mühsam, zu etwas hin. Aber gerufen zu sein, gemeint zu sein, hängt mit der Autorität zusammen. Hängt mit einer Radikalität zusammen, die uns hier im Evangelium noch begegnet. Liebe Schwestern und Brüder, neue Aufbrüche. Die Kirche gibt es nicht gerade erst seit 50 Jahren. Wir haben 2000 Jahre auf dem Buckel mit diesem Jesus, mit dem anbrechenden Reich Gottes. Die frommen Seelen werden sagen, ach, das ist ja nichts. Für Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Okay, dann sind es immerhin 2 Tage in den Augen Gottes. Ist nicht nichts. Immer wenn es geistliche Aufbrüche gibt, wenn etwas neu wird, dann geht es nie durch Zugeständnisse, durch Bequemlichkeit, durch Konzessionen, die dann so weit gehen, dass man unkenntlich wird. Sondern Neuaufbrüche, Aufblühen, hat immer mit Radikalität zu tun. Und zu dieser Radikalität braucht es Autorität. So, und jetzt müssen wir hier noch einmal genau hinschauen, worin diese Autorität denn besteht. Sie besteht in 2 Kriterien. Wir können sie bei Jesus jeden Tag ablesen. Wir sehen, dass diese 4 ihm nachfolgen. Aber damit sind das noch keine fertigen Apostel. Das sind sie möglicherweise bis zum Ende nicht, bis zur Kreuzigung Jesu und bis zu Ostern nicht. Wir hören das sonntags hier in der Vigil immer am Samstagabend, beim Einbruch der Nacht, wenn wir die Osterevangelien hören. Die Frauen machen sich auf den Weg, sie finden das leere Grab, aber die Jünger, haben die was gelernt? Sie glaubten ihnen nicht. Oje, jetzt erzählen die was von der Auferstehung. Durchgedreht. Die sind Lernende bis zum Schluss. Als sie dann selber bitter den Weg des Leidens gehen müssen, um in die Herrlichkeit zu gelangen. In diesem Moment, so hören wir oft von den Martyrien der Apostel, geht ihnen etwas auf. Manchmal erst in diesem Moment verstehen sie ihren Meister ganz. Sie sind also Lernende. Das ist ein großer Trost für uns. Aber wenn wir denn wenigstens Lernende wären, wenn wir uns nicht immer gegenüber dem Evangelium so aufspielten, als wüssten wir alles schon und als wüssten wir alles besser. Aufbruch, liebe Schwestern und Brüder, neuen Glauben, auch neue Berufungen gibt es nur in einer Radikalität, die wurzelt in einer wahren Autorität. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich will aber auch die 2 Kriterien noch sagen. Verschwenderische Liebe ist das 1. Das 2. Kriterium,
geduldig ertragenes Leiden um des Glaubens willen. Beides sehen wir konsequent in der Linie durch das ganze Evangelium hindurch bei Jesus. Verschwenderische Liebe. Mit denen, die es nicht kapieren, mit seinem engsten Kreis um ihn herum. Immer wieder neu anzufangen. Habt ihr das verstanden, fragt er sie manchmal. Und dann sagen sie ganz treu, doof, ja. Um im nächsten Augenblick wieder zu sehen, gar nichts haben sie verstanden. Wir machen genau wieder das Gegenteil. Und er fängt wieder neu an. Welch ein Trost ist das für uns? Er fängt auch mit uns immer wieder neu an. Und geduldig ertragenes Leiden. Werfen wir ruhig ab und zu einen Blick auf diesen Christus doch, den wir dort aufgehängt haben. Das ist das Inbild des geduldig ertragenen Leidens. Es kann uns helfen, auch unser Leiden um des Glaubens willen zu ertragen. Nicht, weil wir uns selber leid tun, weil wir sagen, ach, es geht halt nicht besser, in einer Resignation, sondern in einer bewussten Entscheidung. Wer das vorlebt, so holprig uns das zuweilen gelingen mag, verschwenderische Liebe und geduldig ertragenes Leiden, der wurzelt in der Autorität des Evangeliums, der wurzelt in der Autorität Christi. Und der kann andere rufen. Dazu muss man keine besondere Stellung in der Kirche haben, kein Amt, nichts. Es reicht, Christ zu sein, getauft zu sein, auf Christus zu hören und auf ihn unser Leben zu gründen. Ihn als die wahre Autorität anzusehen in seiner verschwenderischen Liebe und seinem geduldig ertragenen Leiden. Und so steigen wir ein in die Dynamik des Evangeliums, mit der alles begonnen hat. Martyrium, Herrlichkeit, Berufungen. Das gilt bis heute. Und es wird so lange gelten, bis das Reich Gottes wirklich unter uns da ist, bis er ganz mit uns wohnt.